Was sagt der Koran zu schwarzen Löchern Teil 2? Im ersten Teil haben wir drei wesentliche Eigenschaften zu schwarzen Löchern dargelegt. Und noch viel mehr, wie genau diese drei Kerneigenschaften im Koran bereits Erwähnung finden. Heute schauen wir uns einen weiteren Vers an, bei dem die Beschreibung sogar noch präziser ist. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, wenn die Sonne umschlungen wird und wenn die Sterne verstreut werden. Das arabische Wort, das mit verstreut werden übersetzt wurde, lautet inkedarat. Wir nehmen als Grundlage zur sprachlichen Analyse dieses Wortes einen Lexikonausschnitt vom Lane's Lexikon, der im Jahre 1863 publiziert wurde, also weit vor der Entdeckung der schwarzen Löcher. Und das ist ganz wichtig zu betonen. Es ist also nicht möglich zu sagen, dass das Wort inkedarat sprachlich zugunsten der wissenschaftlichen Entdeckung gedeutet wurde. Und das macht das Ganze so unglaublich. Denn im Nachfolgenden wird eindeutig, dass die Wortwahl Allahs subhanahu wa ta'ala vor über 1400 Jahren an Präzision und Akkuratesse nicht zu übertreffen ist. Das Wort inkedarat umfasst im Wesentlichen 11 Bedeutungsebenen, bei der jede einzelne exakt zur Beschreibung eines schwarzen Loches passt. Alle 11 Bedeutungen. Für eine gerecht werdende Darlegung wird diese Analyse länger als 60 Sekunden andauern. Als erstes, wie in der eingangs erwähnten Übersetzung, schauen wir uns die Eigenschaft verstreut an. Schauen wir in den Lexikon, sehen wir die Bedeutung verstreut neben der Bedeutung fallen, was tatsächlich genau so passiert. So beschrieb Dr. Neil deGrasse Tyson, Astrophysiker und Kosmologe, den Prozess der Supernova mit Explodieren und Zerstreuen. Und genau so wurde das Ende eines Sternes im Koran beschrieben. Und wenn die Sterne verstreut werden. Zudem wird der Koran hier wieder seinem Niveau gerecht, Dinge multidimensional ansprechen zu können. Also mit einem Wort, mehrere Dinge gleichzeitig wahrheitsgemäß auszusagen. Denn dass sich Sterne verstreuen, ist nicht nur individuell, bei der Explosion am Ende der Lebenszeit korrekt, sondern auch in Relation zu allen anderen Sternen. Da wir wissen, dass das Universum stetig expandiert, verstreuen sich ebenfalls alle Sterne voneinander. Subhanallah. Die zweite lexikalische Bedeutung lautet fallen und ist farblich mit Blau gekennzeichnet. Und auch das ist exakt, was passiert. Wenn ein Stern kollabiert, fällt er, und zwar in sich zusammen. Es entsteht eine extreme Raumzeitkrümmung, in der alles, was reinfällt, spaghettisiert wird. Und wenn die Sterne zerfallen. Die dritte Bedeutung lautet, Fortsetzung folgt, insha'Allah.